Ich bin der André Beiner, bin 18. Meine Leidenschaft ist Boxen. Mein Ziel von diesem Jahr ist, Schweizer Meister im Weltergewicht zu werden. Ich bin Eliane Christen, ich komme aus dem schönen Hospital und ich fahre Ski Alpine. Mein Ziel von dieser Saison ist, möglichst viele Europacup-Rennen zu bestreiten und dort auch Punkte zu fahren, sowie auch noch dadurch den B-Kader-Status zu erreichen. Ich bin Kevin Blaser, 19, Basketballspieler und mein Ziel ist die NBA. Ich bin Leonie Kühn, komme aus Schaffhausen und ich spiele Tennis. Wir haben eigentlich mal so ein kleines Ziel festgelegt, um jedes Jahr ein Ranking halbieren. Das heisst, zur gleichen Zeit nächstes Jahr jetzt halt das 215 sein. Je m'appelle Jérémy Guillaumeau, j'ai 20 ans et je suis footballeur professionnel au Rapid de Vienne. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu marquer des buts et c'est la position qui me plaît plus. Je m'appelle Sarah Adjo, j'ai 24 ans, je fais de l'athlétisme depuis 8 ans. Maintenant, je suis plus junior dans la catégorie femme et c'est pour ça que je dois faire mes preuves en fait cette année pour montrer que j'ai réussi à passer en fait de la catégorie enfant à la catégorie femme et ça va être très décisif cette année, ouais. Die 6 Sportler begleiten mir während einem Jahr. Schaffen sie es, ihren Traum zu realisieren? André Beiner, 18, dreifacher Schweizer Jugendboxmeister und Gymnasiast. Neu startet er in der Elite-Klasse bei den Erwachsenen. Das Ziel des jungen Berner? Er will gerade in seinem ersten Jahr in der Elite den Meistertitel holen. Den Weg habe ich eingeschlagen, weil mir der Boxsport gefällt. Es gibt dem aber auch im Leben viel. Sei es mit Ängsten umgehen, sei es zweifeln, sei es mit denen umgehen können. Und darum würde ich sagen, ich habe diesen Weg eingeschlagen, um mit dem zu stellen. Der André, er ist ein Bewegungstalent. Also der André ist einer von diesen Menschen, wo man jede Sportart tun kann, und er wäre, glaube ich, überall gut. Man hat sofort gemerkt, dass er talentiert ist. Man hat sofort gemerkt, dass er auch Willen hat und dass er etwas erreichen will. Das ist sofort aufgefallen. Er ist ein hoch spezialisierter Techniker. Also technisch können wir ihm fast nichts mehr beibringen. Er kann alles. Seine Grösse, seine Schnelligkeit, er ist sehr agil, er ist intelligent. Und das sind Vorteile, wo denke ich, weltweit ihn ganz weit könnte bringen. In dieser Schule ist speziell, dass es die Möglichkeit gibt, als Spitzensportler hier die Schule mit dem Sport zu kombinieren. Das heisst, wir haben Halbtagsschule und den restlichen Halbtag haben wir Zeit für Trainings. Die Klasse war bereits zusammen und da hatten alle, glaube ich, andere Vorstellungen, weil sie gehört haben, ja, ein Boxer kommt in die Klasse. Viereckiger Kopf, klein, breit und dann kam halt ich. Das Gegenteil von allem.
Vor jedem Kampf bin ich nervös, bin angespannt. Viele schlechte Sachen gehen mir durch den Kopf, was könnte passieren im Ring. Man geht natürlich immer vom Schlimmsten aus. So. Auch wenn man jetzt weiss, der Gegner ist auf dem Papier nicht so stark, geht man immer vom Schlimmsten aus. Vom Schlimmsten ausgehen, meine ich, man stellt sich immer vor, dass der Weltmeister im Ring steht mit dem. Wenn die Garderobentür aufgeht und jemand kommt holen und sagt, so, der sei dran, dann bist du bist wie nicht mehr ansprechbar. Da läufst du echt zum Ring, da kommst du nichts anderes mit. Das ist wie wirklich ein Tunnelblick, wo sehr wichtig ist. Die Nervosität im Bauch, die braucht es einfach beim Boxen. Ja, dass du wach bist, dass du parat bist, dass du das Kribbeln hast, damit du keine Schläge nimmst. Ich möchte dich schon als Schweizer Meister hier Locarno verlassen. Zeichen setzen! Ablösen! Nell'angolo rosso Bruce Jonathan. Der André hat sein erklärtes Ziel nicht erreicht. Findet er neue Motivation? Und lebt er den Traum des Profiboxers weiter? Sie ist 19 und sehr talentiert. Nachwuchs-Skirennfahrerin Eliane Christen. Sie gibt alles für ihren Traum von einer Profikarriere. Sie ist U18 Schweizermeisterin im Riesenslalom und U21 Vize-Schweizermeisterin im Slalom. Das Ziel der erfolgreichen Juniorin? Sie will den Aufstieg vom C-Kader ins nationale B-Kader schaffen. Ich habe entschieden, dass ich Profisportlerin werden würde, weil ich auch so gerne Skifahren. Und das ist einfach so etwas Schönes, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Also mich fasziniert vor allem, dass man draußen in der Natur ist und halt aber auch den Speed, den man hat, wenn man Ski fährt. Noch einmal mit TikTok. Ihre Stärke ist schon der Kopf, denke ich. Ihre Stärke und auch ein bisschen ihre Schwäche, weil sie natürlich eine unheimlich fleißige trainingsfleißige Athletin ist und will, fordert von sich sehr, sehr viel, fordert von sich ab und so eben zu viel. Jetzt mal schauen da. Ja. Ich versuche ihr einfach das zu lernen, dass sie einfach die Sachen auch so Step by Step nimmt, weißt? Dass sie einfach cool bleibt und einfach so lange schafft und so lange dran bleibt, bis es funktioniert. Was mir da im oberen Teil sehr gut gefallen hat, ist richtig mutig reingefahren da. So war so viel furchtlos ein bisschen. Wir versuchen so eine Dynamik reinzubringen, dass wir als Gruppe uns pushen und nach oben kommen, aber trotzdem sind wir eine Einzelsportart. Letztendlich geht es um jeden Einzelnen, dass sie schneller ist als die andere. Ich gebe eigentlich immer alles, dass ich mal professionell Skifahren kann. So, ich glaube, wie jeder, der im Moment Ski fährt, ist es mal Ziel, an der Weltspitze zu sein. Oder eine Olympiamedaille zu holen. Ich meine, sonst würde man das alles auch nicht machen, auf so viel zu verzichten. Dann wäre man einfach am falschen Ort, wenn das nicht das Ziel wäre. Ich
Ich lebe mit meiner Familie im schönen Hospital. Wir besitzen viele Schafe, die im Sommer auf der Alp sind. Die Welt gibt mir so ein bisschen Gelassenheit, so ein bisschen Ruhe. Und es ist auch nur ein schönes Gefühl, wenn man hier ist. In der Welt ist natürlich ganz unterschiedlich. Hier ist es so ein bisschen gemütlicher. Also man muss schon auch seine Sachen richtig machen, wie beim Skifahren. Natürlich nicht schlafen und so. Ja, aber es ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen ruhiger. Ja. Ich gehe nicht jeden Schwung für mich selber durch. Ich merke mir einfach immer die wichtigsten Sachen und so. Gehe ich die einfach zum Teil noch durch. Ich glaube, dann machst du es so. Und dann geht man dann an den Start. Ich habe kein Problem damit, dass das einen gewissen Risikofaktor dazu hat. Es gehört halt auch zu unserem Sport. Ja, entweder hat man Glück und hat nicht so viele Verletzungen. Oder ja, man hat etwas mehr Pech und hat immer wieder etwas Verletzungen. Und so. Eliane ist eine Kämpferin. Aufgeben ist keine Option. Schafft sie es trotz ihrem Unfall doch noch ins B-Kader aufzusteigen? Der 20-jährige Jeremy Guimeno ist ein hochgelobtes Fußballtalent aus Genf. Mit 18 ist er beim FC Barcelona ins B-Team aufgenommen worden. Er ist dort allerdings zu wenig zum Einsatz gekommen. Die Situation war unbefriedigend. Darum ist der junge Jeremy weitergereist ins fußballerische Umfeld von Rapid Wien. Startet er doch noch durch oder findet er schlussendlich zurück in der Schweiz sein Glück? La Faszination, c'est le Sport, c'est la vie. C'est la maintien de son corps, c'est la passion du Foot. Also ich glaube, wenn er 1 gegen 1 gegen den Dormann geht, da ist er wirklich sehr stark. Natürlich ist es so, dass er jetzt kein kräftiger Spieler ist. Und ich glaube schon, dass er sich in seinem Spiel noch verändern muss. Also er muss präsenter sein. Also er taucht manchmal ab. Und ich glaube, ein Spieler muss versuchen, immer im Spiel zu sein. Und da, glaube ich, hat er noch seine Schwächen. Aber das ist ein Ding, das man leicht lernen kann. Moi j'habite seul, après il y en a qui habitent avec leur famille. Moi qui est jeune, j'habite seul et oui, le plus souvent c'est rester seul. La réalité d'un jeune footballeur, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail dans l'ombre. Parce que les gens voient que le samedi ou le dimanche le match, on voit que sur les réseaux. C'est ça aussi ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils pensent que la vie d'un footballeur c'est tout rose. Que le week-end il touche pendant 90 minutes un ballon et qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut vivre au quotidien des épreuves qu'on n'est peut-être pas prêt à vivre. Et c'est là qu'il faut être fort mentalement et c'est là qu'il faut être un joueur professionnel même dans la tête. Ich habe ihn eigentlich jetzt von zwei Seiten kennengelernt. Vor Barcelona, nach Barcelona. Ich denke, man hat gemerkt, dass es nicht eine einfache Zeit war für ihn in Spanien. Aber vom Fußballerischen her natürlich alles mitbringt. Aber er muss endlich einfach zu seinen Minuten kommen, da zu Wien. Ja, ich glaube, dass der Jerry im Moment natürlich eine harte Zeit durchlebt. Er hat jetzt in den letzten Monaten wenig gespielt und er ist, was mir wichtig ist, er arbeitet gut beim Training. Und trotzdem ist es so, dass er Spiele braucht. Und er darf das Einzige, was er nicht machen darf, ist, dass er jetzt den Kopf ins Sand steckt und aufgibt. Aber den Eindruck habe ich nicht. Schade für uns, dass du nicht spielst. Das ist scheiße, ja? Kein Problem, sag ich. Aber weißt du nicht, warum du nicht spielst, oder? Nein. Liegt nicht am Spielsystem oder irgendwas? Nein, das ist der Trainer, weißt du. Jeremy sein grosser Erfolg in Wien bleibt aus.
Findet er aus seiner Karriere Sackgasse raus und bringt allenfalls einen Transfer den sehnlich erhofften Aufschwung? Zara Accio ist 24 und debütiert als Sprinterin in der Erwachsenenklasse. Mit der Frauenstaffel reiht sie Rekord an Rekord. Und selber ist sie U23 Silber-Europameisterin über 200 Meter. Das diesjährige Ziel von Zara Accio? Der Durchbruch bei der Elite. Pour moi, c'est il y a tellement de disciplines différentes. Tout le monde peut trouver sa discipline. Et c'est pour ça que je suis très fière de faire de l'athlétisme. Elle a des buts élevés, elle est prête à investir aussi beaucoup pour les atteindre. Et puis elle a des qualités physiques, c'est une grande athlète avec des longues jambes, des belles qualités athlétiques de base. Donc ça, c'est ce qu'elle a pris avec elle comme avantage. Et puis ensuite, il a fallu travailler pour mettre en valeur ses caractéristiques. Voilà. Tellement frustrant de travailler toute une année pour 22 secondes. L'entraînement prime sur toute la vie privée, donc l'entraînement d'abord et puis la vie privée passe malheureusement souvent, bien trop souvent après tout ça, mais c'est le prix à payer pour performer. Pour moi, ça a été toujours important. C'est vrai que mes parents m'ont toujours pousser, pour pas dire forcer, à faire des études universitaires. Parce que c'est vrai que dans le sport, on va pas pouvoir en faire toute notre carrière. Enfin, ça va vite s'arrêter. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir montrer qu'on peut faire et du sport et des études, qu'on peut utiliser son cerveau en même temps que son corps. Et c'est bien d'allier les deux. Diamond League, donc c'est une finale surtout, donc c'est seulement les 8 meilleurs de tout le monde entier qui peuvent être là. Donc ça rend la chose plus particulière parce que ben, c'est déjà dans le monde entier, c'est les meilleurs, voilà, on crée des liens différents. Là on est en Suisse, on est à la maison, donc on est plus, je pense, oui, plus à l'aise. Aussi, c'est qu'on fête après avec une équipe et pas seulement nous toutes seules sur la ligne d'arrivée, donc ça c'est spécial. On a de la chance à montrer que le relais est fort, que le relais est positif. On veut faire un beau spectacle, surtout pour le public, parce que je sais que ça a été décevant à Berlin, donc on veut se rattraper ici. Zara den Erfolg mit der Frauenstaffel, dass sie auch als Einzelathletin in der höchsten Klasse durchstarten kann. Und kann sie sich auch in der Erwachsenenliga behaupten? Er ist 19 und Basketballprofi. Der Kevin Blaser. Er ist einer der jüngsten Spieler in der obersten Schweizer Basketballliga. Was mich im Basketball fasziniert, ist, dass es ein Teamsport ist. Mein Ziel ist, echt, dass ich Spielerfahrung sammle und dass ich zeigen kann, dass ich mit den Eltern mithalten kann und dass ich schon ein Topspieler in der Schweiz bin, obwohl ich jünger bin. Ja. Sein grösster Traum ist die NBA. Die Liga also, wo die Besten der Welt spielen.
Einer davon ist der Schweizer Superstar Thabo Sefolosha. I met Kevin in 2012. He came to my basketball camp and basically was one of the campers. And I saw potential in him very early. He's very nice with the ball and very easy and everything. I thought, okay, this guy got it. Kevin has great size for basketball. He always helps. Good ball handler. So he has a lot of potential. You know, good shots. He has a lot to work on. But at the same time, he has some very good bases. So he has to be rigorous in working. That's what I've learned from being in the U.S. You know, guys really sacrifice a lot and spend a lot of hours in the gym and really dedicate their time to getting better. So that's you know, something that I can kind of show him a little bit and talk to him a little bit about how they do things in different places. Merci pour tout, hein. Ich bin gerne hier im Wallis. Ich wohne die ganze Woche, wenn wir Trainings haben und matchen hier in Monte. Und nach dem Match am Samstag gehe ich normalerweise zurück nach Bern, meine Familie besuchen. Und dann nehme ich den Zug wieder zurück nach Monte. Also ja, Monte ist wirklich ein Sprungbrett, weil ich werde wahrscheinlich nicht die ganze Karriere hier verbringen. Hier sammle ich meine Erfahrungen im Basketball und auch im Leben, wie man wirklich professionell ist. Und dann später hoffe ich, dass ich im Ausland spielen kann, irgendwo. Also hier befinden wir uns in Monte, bei einer Spielervilla, wo ich und andere Spieler wohnen. Und das ist eigentlich ein neues Projekt, das ich gemacht habe, um ein paar Spieler zusammen in einer Villa zu wohnen. Und dann leben wir zusammen und gehen zusammen essen und gehen zusammen ins Training. Ich bin ganz gerne in ihrer Villa mit anderen Leuten, weil es ist sehr lustig und wir kommen sehr gut aus. Und es macht sehr viel Spass, so mit anderen zu wohnen. Heute haben wir ein Match gegen Massagno. Massagno ist ein richtig gutes Team und wir haben schon mal in der Saison gegen verloren. Okay. So we're gonna do three flash, but we don't not gonna make the first pick. On mettra la balle direct. So more pressure on the ball. Okay. And now pressure. Vor dem Spiel geht mich nicht so viel durch den Kopf. Ich will eher relaxen und eher an die Aufgabe denken, was ich muss im Match machen und dass ich muss frei spielen, so wie ich draußen spiele mit Kollegen. Ja. Wir sind wie ein Clan, oder? Weil in diesen Situationen auch musst du einfach zusammen haben. Das kannst du durchstehen, alles zusammen, oder? Kevin hat eine super Möglichkeit, für einen Top-Profi-Basketballer zu werden. Und dort leidet halt zum Teil die Familie auch ein bisschen drunter. Das ist so. Der Manager ist sicher mehr meine Frau. Sie hat das Auge dafür, sie hat das Feeling dafür, wie man das Ganze muss aufziehen und wie man sich auch eh noch sehr gut motivieren, oder? Après le match, on doit revoir, dès qu'il revient à Ben, on doit revoir le match ensemble et puis voir qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait pour qu'il puisse corriger après. Ouais, il n'aime pas trop, mais quand même, on doit repasser le match pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pas facile, hein, d'être comme un coach et en même temps la maman. Jedes Mal, als ich aufs Feld stehe, habe ich wirklich sehr viel Spass daran. Es ist nichts in dieser Welt, wo mir so viel Spass macht wie Basketball. Kenny Priest, schön aus dem Corner. Ja. Drei Punkte. Jetzt Blaser auf dem Court. Blaser. Tutondan setzt sich nicht ganz einig. Also, das Spiel ist durch hier in Monte. Die Tessiner gewinnen hier mit 67:61. Schön waren Sie mit dabei auf MySports Live Basketball. Immer wieder für Sie. Bis bald. Es gehört natürlich zum Sport auch, wenn man verliert. Vom Verlieren lernt man eigentlich am meisten.
Ich habe mich auf den Nieren verletzt. Und dann musste ich zwei Zysten operieren aus dem Handgelenk. Und dann ist es eigentlich wieder gut gegangen. Und dann, nach 3 Wochen habe ich wieder eine Infektion bekommen. Habe ich wieder operieren im Dezember. Und jetzt kann ich bis in ein paar Wochen nicht Basketball spielen. Schafft es Kevin trotz Verletzung, sich als jüngster Topspieler in der Liga zu festigen? Und wie realistisch ist eine Karriere im Ausland wirklich? Leonie Küng, 18 und Tennisspielerin, Finalistin vom Juniorenturnier in Wimbledon. Und letztes Jahr hat Leonie Küng ihr Debüt gegeben auf der WTA-Tour. Die junge Schaffhauserin will in diesem Jahr ihr WTA-Ranking halbieren. Vom Weltranglistenplatz 431 will sie sich für schaffen unter die besten 200 Spielerinnen der Welt. Es motiviert mich, um alleine auf dem Platz zu stehen und alleine zu entscheiden, ob ich gewinne oder verliere. Und nicht im Team zu sein und auch noch auf andere zu hoffen, sondern dass ja einfach ein Einzelsportart ist. Vor 1,5 Jahren bin ich nach einer Niederlage noch ja, 2 Stunden wirklich schlimm am Brüllen und es ist für mich fast der Welt untergegangen. Jetzt hat das 5-mal gesagt. Jetzt probierst du den auf Schulterhöhe spätestens zu nehmen, nach dem Abspringen. Und für den musst du schräg führen. Wir schreiben die Stunden, die wir Tennis gespielt haben, auf im Ganzen. Und es gibt so eine wissenschaftliche Härte, die 10'000-Stunden-Regel. Das heisst, nach 10'000 Stunden hat man das Handwerk mehr oder weniger intus. Und dort ist sie bei 8'000 Stunden von 10'000. Das heisst, also, es bleibt noch ein Fünftel für mich eigentlich vom Ausbildungsprogramm, das wir recht gezielt und auch schriftlich verfolgen, dass einfach alle Schläge technisch sitzen. Da sind wir noch nicht fertig. Mir gehört auch die einen sagen, ja, wenn die einen richtigen Trainer hätte, wäre die schon viel weiter. Also, ja. Sie ist eine brutale Kämpferin. Sie hat noch nie in ihrer ganzen Karriere, jetzt, wo sie Tennis gespielt hat, irgendein Match einfach aufgegeben. Das ist sicher eine von ihrer grössten Stärken. Und sie hat eine wahnsinnige, komplette Spielanlage. Es ist wirklich zu viel Bewegung hier. Es ist zu wenig präzise. Das Kind verdient bedingungslose Liebe, die man gerne hat, oder? Also eigentlich, du kannst so blöd tun, wie du willst, habe ich ihnen einmal gesagt. Ich liebe dich trotzdem. Zum Beispiel, oder? Und das andere ist halt doch, dass man da auf Deutsch gesagt knallhart sein muss. Und wenn etwas nicht stimmt, stimmt es nicht. Und wenn du jetzt verloren hast, wenn du etwas hättest können, deutlich besser machen, dann ist es halt so. Dann muss man das eigentlich ansprechen. Das ist auch etwas, oder? Der Sport oder Spitzensport allgemein vermutlich verleidet einfach praktisch keine Entschuldigung mehr. Es ist eine amerikanische Online-Schule auf Englisch, wo du jeden Tag eine gewisse Anzahl von Tests und Lernaufgaben bekommst. Und die musst du an diesem Tag machen, und sonst bist du halt hinten drin. Und dann, nachdem du so Lernaufgaben gemacht hast, kommst du Tests und Exams über. Und das Ganze geht 4 Jahre lang. Ich glaube, das ist eine extrem gute Schulung für später auch im Leben, um Selbstdisziplin zu haben und zu sagen, jetzt machst du das, ohne dass man immer jemanden hat, der einem sagt, was man machen muss. Und ja, es ist einfach ein gutes System, dass ich da nebst dem Tennis machen kann und vor allem auch dann machen kann, wenn ich Zeit habe, nicht viele Bücher umeinander schleppen, weil es online ist. Und es hilft extrem. Das Turnier hier, es ist das letzte Jahr, das noch hier in der Nähe ist. Also es wäre noch eine gute Möglichkeit, um viele Punkte zu holen. Wo du am Schluss des Jahres ein gutes Ranking hast, zum Abschliessen. Ja, du gehst natürlich immer an die Turnier, um möglichst viele Punkte zu holen. Das Preisgeld ist da noch nicht so interessant. Aber Punkte sind da definitiv das Wichtigste.
war schwierig. Sie hatte sehr viel Power auf der Vorhand, aber auf der Rückhand hat sie viel geleistet. Und das war so ein Kontrast. Das war sehr schwierig für mich am Anfang. Ich habe auch nicht wirklich ein gutes Rezept gefunden gegen meine Gegnerin. Und habe einfach auch selber extrem viele Fehler gemacht, die ich sonst normalerweise nicht so viel mache. Sonst hätte auch dazu her noch sehr gut gespielt. Nein, am Sack nochmal. Bist du nicht parat? Bist du nicht ready? Schafft es Leonie Kühn trotz Rückschlag ihres WTA-Rankings zu halbieren? Und wie geht sie und das Familienunternehmen Kühn mit dem physischen und psychischen Druck um? Sechs verschiedene Sportler, sechs verschiedene Sportarten. Alle haben ein Ziel: den Traum von einer Profikarriere.